Willkommen bei FlyGear. Lange kein Video mehr gemacht. Heute gibt es wieder mal ein Update vom Manta A. Was ist der Stand? Denn hier hat sich einiges getan. Wir stehen kurz vor der Montage von Hinterachse, Vorderachse und Motor. Weil das Ziel ist jetzt wirklich hier Getriebe an den Motor ran. Hier ist das schöne G-Track-Getriebe. Kommt an den 2,4 Liter CIH Motor. Und dann kommt das Ganze dann natürlich auf die Vorderachse und dann das Auto auf den Lift, also die Karosse auf den Lift und dann das Ganze wieder unter die Karosse schieben und dann alles miteinander verbinden. Ja, es sind jetzt noch ganz viele kleine Arbeiten, die zu erledigen sind, die ich die letzten Tage gemacht habe, was ich extrem hinziehe. Das ist wirklich viel mehr Arbeit, als man sich denkt. Man muss ganz viele Schrauben, muss man neu machen, viele kleine Halter lackieren, damit dann wirklich alles tipptopp schön ist. Hier der Motor, auch alles sehr schön. Und hier noch das Getriebe. Genau. Ja, sonst an der Karosse hat sich nicht so viel getan. Ich habe noch den Bremskraftverstärker neu lackiert und der Hauptbremszylinder, der ist ebenfalls neu. Diesen habe ich noch montiert. Und ansonsten ist die Karosse ready für die Endmontage. Ich denke, das Ziel ist, dass ich in den Weihnachtsferien das Ganze fertig machen kann. Also in den Weihnachtsferien Motor und Getriebe, alles unter das Auto, auf die Achsen und so weiter. Dass dann das Auto wieder auf den eigenen Rädern steht, das wäre schon das Ziel in den Weihnachtsferien. Und es ist auch durchaus machbar. Ich denke, das schafft man schon. So. Ja, das war das kleine Update vom MANT-Projekt. Ich werde natürlich alles filmen, wenn es dann darum geht, Motor auf die Achsen zu setzen, Achsen zu montieren, das werde ich alles filmen. Also kannst du dich freuen auf viele weitere Videos mit dem MANT-Projekt.